Es könnte alles so harmonisch sein beim Rekordmeister. 2:0 gegen Köln, die Bayern weiter in der Spur und ganz oben in der Tabelle. Nur die Spannungen zwischen Guardiola und Bayerns Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt werden immer deutlicher. Jüngster Anlass: Jerome Boatengs anhaltende Anfälligkeit für kleinere Blessuren, die Guardiola nicht mehr hinnehmen will. Jerome ist, ich denke, es ist das zweite oder dritte Spiel, müssen wir unterwechseln. Das ist normal für uns, die Verteidiger. So, wir müssen mit dem Doktor, der Ärzte sprechen, weil wir können nicht in Champions League, nicht nur in Champions League, sondern auch in Bundesliga jedes Spiel unterwechseln in der Verteidiger. Normalerweise in der Verteidiger Anfang des Spiels, beendet das Spiel. Aber ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Doktor, mit anderen Positionen in der Beine, und wir müssen sprechen. Deutliche Worte von Guardiola, der nun auch öffentlich Kritik am Teamarzt übt. Dabei haben die Münchner trotz der vielen Verletzten eigentlich alles im Griff. 2 Siege und 1 Remis aus den letzten 3 Bundesligaspielen, schon 7 Punkte Vorsprung auf den BVB. Da äußert sich selbst Matthias Sammer vorsichtig optimistisch. Wir wollen die Bundesliga gewinnen, und es ist immer besser, von oben zu grüßen als von unten, und dementsprechend sind wir damit zufrieden. Aber wir verlieren den Respekt vor anderen niemals, und die Saison ist noch ewig lang. Auch in der Champions League. Bei der Abreise nach Moskau von Köln aus lief noch alles nach Plan. Aber die erste Nacht hatten sich die Bayern sicher anders vorgestellt. Feueralarm im Hotel und lange 1,5 Stunden warten auf Entwarnung, wie der Club auf Twitter dokumentierte. Nicht der einzig ungewöhnliche Umstand, denn ZSKA muss die Münchner wegen rassistischer Zwischenfälle vor leeren Rängen empfangen. Das ist sicherlich eine komische Konstellation. Aber es endet ja nichts an der Tatsache, dass wir da gewinnen wollen. Ich würde fast sagen, gewinnen müssen, wenn Sie sich diese Gruppe anschauen. Sportlich läuft bisher alles nach Plan, wären da bloß nicht die unnötigen Streitigkeiten.